oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus Christi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS-App, einem Spiel, dem Spiel Glory of Generals 3 World War 2. Wieder von Easy Inc. 173,5 MB groß, erfordert iOS 10.0 oder neuer. Grundsätzlich gratis und es gibt natürlich wieder In-App-Käufe und wie immer bei den Spielen von Easy Inc. Man kommt zwar weiter, aber es ist sehr schwer, ohne echtes Geld einzuwerfen. Eigentlich wird man gezwungen, echtes Geld einzuwerfen für irgendwelche Medaillenpakete. Ich mache das grundsätzlich nicht. Die kosten dann zum Beispiel 2,29 oder 7,99 oder das teuerste ist 10,99 €. Ja, und bei 61 Gesamtbewertungen haben wir eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Und ich muss sagen, es ist ein solides Spiel, ja. Aber es gibt im Prinzip nicht wirklich etwas Neues gegenüber den vorangegangenen Glory of Generals Spielen von Easy Inc. Strategiespiel, Raster, ihr habt verschiedene Einheiten, könnt Einheiten bauen, Städte erobern, habt entweder die Kampagne oder einfach nur Schlachten, die ihr spielen könnt. Ja, und wer irgendwie Spaß an diesem Setting hat, muss man natürlich auch haben. Zweiter Weltkrieg. Und Spaß an Strategie hat, der kann sich Glory of Generals 3 World War 2 auf jeden Fall mal ansehen, weil wie gesagt, grundsätzlich ist es ja kostenlos und ob ihr da Geld einwerft oder nicht, na, das bleibt halt euch einfach überlassen. Ich würde es nicht tun. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.